zusammen und herzlich willkommen zu Part 9 von meiner Elfen-Challenge. Ja, wir neigen uns langsam dem Ende zu und ich habe jetzt auch schon wieder einen Tag weitergespielt, ein paar Sachen erledigt und hier seht ihr gerade Evie, wie sie einen wunderschönen Schneemann gebaut hat. Ich zeige euch mal eben, was die alles so gemacht hat und blende euch auch ein paar Bilder ein, denn ja, seht selbst. Ja, wie ihr sehen konntet, Evies Mama hat uns tatsächlich gefragt, was wir davon halten, dass sie noch ein Baby wollen. Und ich habe darauf geklickt, dass sie ein Baby machen sollen. Und wir haben auch die Benachrichtigung bekommen, dass sie nun wohl ein Baby machen. Also können wir uns vielleicht auf ein weiteres Geschwisterchen freuen. Ja, dann war ich noch auf der GeekCon, habe einige Freundschaften geschlossen, also bin auch mit dem Bestreben ein bisschen weitergekommen. Wir sind jetzt hier in der letzten Stufe und müssen jetzt noch 7 weitere Freunde haben. Und wir haben die Charisma-Fähigkeit auf Level 6 gebracht. Genau, und auf der GeekCon habe ich außerdem auch ein paar Schneekugeln noch gefunden, beziehungsweise irgendeine davon auch auf so einem Stand gekauft. Genau. Und ich habe noch eine Kapsel gefunden, die können wir noch aufmachen. Und dann haben wir nämlich schon sehr, sehr viel erfüllt für unsere Challenge. Genau, und ich habe mir gedacht, heute ist ein wunderschöner, sonniger, frostiger Mittwoch, im Spiel zumindest. Ja, was habe ich heute vor? Ich möchte gerne mit Cole auf eine Verabredung gehen und den Weihnachtsmarkt erkunden. Und vielleicht finden wir auch noch ein paar Geschenke für unsere Eltern oder auch für Freunde, denn Evie hat jetzt schon ziemlich viele Freundschaften geschlossen. Und ja, vielleicht finden wir das ein oder andere Geschenk. Und was ich noch vergessen habe, wir hatten ja Rechnungen. Die habe ich bezahlt. Evie war nochmal fleißig und ich habe die ganzen Objekte verkauft, die ich schon im letzten Part gebaut hatte. Und ja, da ist ziemlich viel Geld rumgekommen. Und deswegen konnten wir auch mit Mühe und Not unsere Rechnungen bezahlen. Und haben jetzt noch 357 Simoleons. Aber jetzt werden wir als erstes mal Cole anrufen. Und, oder nein, wir werden erst ein paar Freunde mitnehmen und auf den Weihnachtsmarkt gehen und Cole laden wir dann später ein. Ja, da sind wir auch schon in Willow Creek auf dem Weihnachtsmarkt. Den habe ich übrigens auch gebaut, den könnt ihr dann morgen sehen, falls es euch interessiert, wie ich den hier gebaut habe. Und ja, ihr könnt schon sehen, ich habe einmal Nalani mitgenommen und einmal Livia und irgendwo müsste auch Rico sein. Rico, warst du dich versteckt? Anscheinend muss sie arbeiten oder so. Okay, wir werden unseren Freundinnen erstmal Hallo sagen, ihnen den Tag verschönern und unsere Bewunderung ausdrücken, ihnen einfach einen schönen Tag bescheren und ein bisschen Zeit mit ihnen verbringen. Und wir haben ein Gefühl erhalten. Du hast mir den Tag versüßt. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Das ist richtig, richtig schön. Jetzt möchte ich aber, dass sich die drei ein Getränk gönnen. Und ich werde hier jetzt meinen Verkäufer einstellen, mir allerdings danach das Geld wieder zurückcheaten. Denn, ja, ich sehe es jetzt nicht ganz ein, einen Verkäufer für 100 Simoleons zu engagieren. Also, so teuer. Ich meine, wir werden dann natürlich was vom Stand kaufen, aber ja, die 100 Simoleons werde ich mir dann wieder zurück überweisen. Okay, der Verkäufer ist da und wir werden mal ein Getränk bestellen. Und weil heute ja so ein schöner Tag ist, gibt es einen... hier gibt es also nur Tees. Wir nehmen mal einen Kamillentee. Vielen Dank. Dann können wir uns hier vielleicht mal zusammen hinsetzen. Okay, keine Ahnung, wo unsere Freunde abgeblieben sind. Aber wir können ja mal zusammen hier auf die Eisbahn gehen und eine Kür zeigen. Das hat ja schon bei der Verabredung mit Cole ganz gut funktioniert.
Und vielleicht wollen ja unsere Freunde auch mitmachen. Ich bezweifle es aber gerade, weil irgendwie. Wo sind die denn hin? Sind die jetzt gegangen? Ja, also sind irgendwie beide auf dem Weg zum Gehen. Naja, dann machen wir uns mit Ivy jetzt mal hier noch einen schönen Nachmittag. Oder noch ist es ja Mittag. Jetzt ist Nalani doch noch zu uns gekommen und versucht es auch ein bisschen. Kobe ruft uns an und fragt, kurze Frage, Terrell Ringy, keine Ahnung was, und ich haben vor, Zeit zusammen zu verbringen. Soll ich mich wirklich darauf einlassen? Also ich habe wirklich das Gefühl, Kobe hat irgendwie keine Lust mehr auf seine Familie. Und wir wissen ja, dass Terrell ein Alien ist. Wir sagen ihm mal, er soll es lieber lassen. Nur zu deinem Besten, Kobe. Ja, Nalani hat sich zu uns gesellt und versucht hier gerade ihr Bestes. Ja, wir könnten aber auch schon mal schauen, was es hier Schönes gibt. Also ich weiß es natürlich, aber Ivy scheint dieses Lied zu mögen. Soll sie zugeben, dass sie Sommerhits mag? Ja, natürlich. Also hier gibt es eben einmal Wichtel, dann gibt es hier Spielsachen. Hier haben wir dann so Selbstgemachtes und ja, hier haben wir auch nochmal Selbstgemachtes, allerdings eher so Holz. Und hier haben wir ohne Schneekugel, perfekt, genau. War mir nicht mehr sicher, ob ich da eine platziert habe, aber dann kaufen wir doch eine. Oh je, stimmt, ich habe das nicht als Handel klassifiziert. Das mache ich mal eben und dann können wir das nämlich kaufen. Okay, wir können es doch nicht kaufen. Ich habe wohl irgendeinen Fehler gemacht. Gut, dann verbringen wir hier einfach nur Zeit. Ich würde vorschlagen, wir laden jetzt mal Cole ein. Oder gehen vielleicht erst noch auf Toilette. Kann da hinten die Toilette benutzen. Dann verabschieden wir uns von Nalani und können dann Cole um eine Verabredung bitten. Ja, ich habe jetzt die Runde aufgelöst und jetzt um 15 Uhr können wir Cole mal anrufen. Und ich glaube, hier geht es mit der Verabredung. Naja, wir laden ihn mal so ein und vielleicht können wir es dann noch irgendwie anders zu einem offiziellen Date umgestalten. Okay, und bis Cole jetzt da ist, habe ich noch eine Aufgabe für Ivy. Und zwar ist ja auch eine der Aufgaben, dass sie ja hier auf dem Weihnachtsmarkt für die anderen singt. Deshalb kann sie sich jetzt mal hier hinstellen. In die Mitte vom Weihnachtsmarkt. Und dann lasse ich Ivy nämlich für die anderen singen, also wenn ihr jemand zuhören möchte. Ja, wir singen wieder Funkel, Funkel, kleiner Stern. Oh, Cole hat uns, glaube ich, ein bisschen Trinkgeld gegeben. Ach, schön. Danke, Cole. Und wir singen jetzt einfach mal noch irgendwas. Hier, um Verabredung bitten. Das werden wir dann mal machen. Also, ich habe es jetzt irgendwie geschafft, dass es eben doch noch ein offizielles Date ist. Ich musste das Ganze jetzt nochmal umwandeln. Ja, also Hauptziel ist natürlich mit der Verabredung Kontakt zu knüpfen und das machen wir jetzt auch erstmal. Wir lernen Cole noch ein bisschen besser kennen und werden ein bisschen tratschen und ihm seinen Tag verschönern. Okay.
Okay, wir werden Cole mal fragen, ob er Single ist. Oder wir können ihn erst noch ein Ständchen bringen, ist ja auch ganz süß. Und dann können wir ihn fragen, ob er Single ist. Jetzt mischt sich so ein anderer Sim in unser Gespräch. Ich glaube, ich spinne. Geh bitte weg. Also wir sind ja eigentlich hier... Evie ist natürlich sehr sozial, aber das passt jetzt gerade nicht. Und wir können mal das Feuerchen hier anzünden. Cole ist auch schon kalt. Es fängt auch an zu schneien. Ja, ihr seht schon, in Willow Creek liegt nicht so viel Schnee wie in Newcrest. Wir können ja dann auch mal zu ihm rüberrutschen und süße Nichtigkeiten flüstern. Ja, geh durch seine Beine hindurch. Das ist Sims, ne? Und gleich wieder auseinander. Jawohl. Kannst du das nicht anzünden? Jetzt geht's. Okay. Dann könnt ihr euch jetzt nochmal zusammen hier hinsetzen. Könnte so ein bisschen meinen, dass Evie besoffen ist, so wie sie sich gerade aufgeführt hat. Sie ist auch schon ziemlich müde und hat Hunger. Das ist natürlich nicht so gut. Und sie rennt die ganze Zeit weg. Wir werden Cole jetzt einmal durch unsere Körperwärme aufwärmen. Oh, hier ist ein... Wer bist du? Terrell, bist du's? Nein. Okay, die beiden sind kokett. Wir werden uns jetzt mal hier zusammen hinsetzen. Vor den Weihnachtsbaum. Irgendwie setzt sich Cole immer nur hier hin. Kann er sich nicht hier mit hinsetzen? Wir werden mal über unsere Interessen reden und dann unseren ersten Kuss erleben. Wenn er uns schon einen Kuss zuhaucht. Okay, ich bin mal gespannt, was die jetzt noch so autonom machen. Also es ist schon mal ein erotischer Austausch. Und damit haben wir auch einen weiteren Punkt auf unserer Liste abgehakt, nämlich den Geist der Weihnacht spüren und jemanden kennenlernen. Okay, zum Schluss von diesem Abend werden wir jetzt noch ein Foto zusammen machen. Und wir müssen die Verabredung dann noch leidenschaftlich küssen. Okay, wir werden ihm jetzt noch ein bisschen freundlich mit ihm sein und Süßholz raspeln. Und dann ist die Verabredung auch schon gleich vorbei und wir machen uns dann auch auf den Weg nach Hause, denn Evie ist schon ziemlich, ziemlich müde. Und ich glaube, sie wird heute Nacht richtig gut schlafen und sicherlich was Schönes träumen. Und wir haben endlich mal die Belohnung Gold erhalten. Okay, und mit diesem Bild von der super müden Evie werde ich diesen Part nun auch beenden. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen 17. Dezember. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann morgen wieder. Und macht's gut und bis dann. Ciao!